Also mir hat die Mischung aus Theorie und Praxis sehr gut gefallen, eben auch aus kritischer Selbstreflexion. Das fand ich sehr positiv, dass das Thema offenbar auch die Fakultät wirklich zusammenführt. Ich bin noch ganz neu in Bochum und ich muss wirklich sagen, das fand ich herausragend an sich schon als Format. Und für mich selber, denke ich, habe ich schon Anregungen mitgenommen, vor allen Dingen aus dem zweiten Teil, die ganz praktische Anregung, das Wiki-Format auszuprobieren. Wenn wir mit der Digitalisierung beginnen, wird es nicht mit einem Mal alles besser werden. Es wird anders werden und wir müssen beobachten, was wir machen können, damit es dann besser wird. Das ist ein Eingriff ins System. Erstens ist es meines Erachtens höchste Zeit, von einem rein instrumentellen Verständnis der Digitalisierung abzurücken. Mein erster Punkt. Zweitens sollten wir uns die Frage gefallen lassen, ob Moodle und Co., also ob digitalisierte Lehre derzeit nicht einfach alter Wein in neuen Schläuchen ist. Ich habe gedacht bei der Vorbereitung, vielleicht ließe sich etwas salopp sagen, das kann man 2018 tun, dass Computer im Grunde die wahren 68er der Technikgeschichte sind. Also das sind die Medien, die überhaupt nicht von ihrer Jugend lassen wollen und die deshalb dann immer wieder auch mit Jugendlichkeit in eins gesetzt werden, auf positive oder eben dann auch auf negative Weise. Also ich glaube im Übrigen, um das nochmal abzuschließen, dass wir natürlich einen Spielraum haben zwischen den beiden von mir beschriebenen Übeln. Also auf der einen Seite eine reine instrumentelle Vorstellung von Digitalisierung und auf der anderen Seite digitale Ontologie. Ich glaube, wir haben einen Spielraum und ich glaube, wir sollten den nutzen. Abschließend beantworte ich die Frage, ist digitalisierte Lehre alter Wein in neuen Schläuchen, mit einem klaren Jein. Ja, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Denn vieles, was jetzt in Lernumgebungen implementiert wurde, ist ja dann doch immer wieder nicht so neu, wie es den Anschein hat. Und wir müssen uns natürlich auch sehr zurecht, und da ist diese Reihe auch ein wunderbarer Auftakt, mit den adäquaten Inhalten für die digitalisierte Lehre beschäftigen. Nein, es ist etwas Neues und durchaus auch anderes, denn einigen Systemen wie Moodle sind deutlich mehr Steuerungselemente eigen. Das Wiki ist eben als erste Linie eben auch ein Ort des Arbeitens und der Reflexion über die Arbeit und an dem man eben Arbeitsprozesse sichtbar macht, wo das Produkt auch einen nützlichen Wert hat. Das soll eben ja auch etwas sein, was am Ende ist, aber wo das nicht im Zentrum steht. Das wird ja auch nachher nicht veröffentlicht. Es ist nicht wie bei anderen projektorientierten Seminaren dann, dass am Ende sowas, was Peter Goossens auch gerne macht, da steht eine Publikation oder so. Nein, hier ist tatsächlich das Produkt, es bleibt eigentlich in dem Kreis des Seminars, wo die Leute sich dann nochmal orientieren können, ihre Sitzungsvorbereitung dann eben auch mit Blended Learning erleichtern können, indem sie einmal mal durchklicken, was die Gruppe da an Thesen gefunden hat. Aber ansonsten ist es eigentlich die Arbeit daran, das ist das, von dem die Studierenden am meisten profitieren. Ansonsten nutze ich das eben aber auch zur Medienreflexion, dass ich Ihnen auch sage, Sie werden zukünftig Lifelong Learning und so, werden Sie mit ähnlichen Szenarien verbunden werden. Wir wollen auch darüber reflektieren, was hier eigentlich geschieht. Und dann ist es nämlich auch so, dass Sie dann eben auch sehen, das ist nicht einfach nur so Mittel zum Zweck, sondern hier denke ich auch darüber nach, wie wird zukünftig vielleicht gelernt, mit welchen Lernszenarien werde ich konfrontiert und wie gehe ich damit um. Für meine eigene Lehre nehme ich auf jeden Fall den Punkt von Frau Tuschling mit. Also das ist so ein bisschen die Kernaussage für mich heute, noch mehr darüber nachdenken zu müssen, was wir eigentlich mit den Studierenden machen, wenn wir sie quasi in digitale Lernformen und so weiter bringen. Ich würde prinzipiell immer dafür plädieren, auch mal was Neues auszuprobieren und sich auch mal zu trauen, auch wenn man da die Gefahr eingeht, sage ich jetzt mal, auch, weiß ich nicht, hart zu fallen und irgendwie dann doch noch einige Veränderungen und so weiter vornehmen zu müssen. Also verbessern könnte man vielleicht noch das Zeitmanagement. Also tatsächlich die Vorträge ein bisschen knapper noch halten, auch wenn das schwer ist. Was ja jeder aus eigener Erfahrung kennt, aber wir hätten vielleicht doch noch ein bisschen mehr diskutieren können. Das hat sich am Ende gezeigt, dass es durchaus Bedarf gab, sehr
eine lebendige Rückmeldung, für die dann eigentlich nicht mehr genug Zeit war.